Ah, guten Morgen. Für Sie vielleicht. Oh, hab ich es nur noch in meiner Liste? Und dann noch Ihre... Ups, nein. Jetzt. So. Danke. Alles klar. Also, ich wünsche noch einen schönen... Lieber Tony, ich halte es für angebracht, dass du das Beiliegende erhältst. Adrian hat immer sehr herzlich von dir gesprochen. Und vielleicht ist es für dich ein interessantes, wenn auch schmerzliches Erinnerungsstück an längst vergangene Zeiten. Außerdem hinterlasse ich dir etwas Geld. Das mag dir sonderbar vorkommen und ehrlich gesagt bin ich mir über meine Beweggründe dafür selbst nicht ganz im Klaren. Aber ich wünsche dir das Beste, noch über meinen Tod hinaus. Deine Sarah Ford. PS, es mag sich merkwürdig anhören, aber ich glaube, er war die letzten Monate seines Lebens glücklich. Wie weit geht's da wohl runter? Werde ich dir sagen, 75 Meter. Also nicht so wirklich weit. Wieso trägst du deine Uhr nach innen am Handgelenk? Tue ich das? Keine Ahnung. Was ist dein Hauptfach, hä? Le français. Oh. Oui. Parlez-vous français? Oui. Bougez pas. Magnifique. There was a time I thought of my only. Could Cheers. It be occurred to me while Cheers. Lonely? I was noble personage, born to beautify the page. If I use time to set it down. Du hast mir deinen Namen immer noch nicht verraten. Ich halte es nicht für sonderlich ratsam, meinen Namen Männern preiszugeben, denen ich gerade erst mal begegne. Guten Morgen. Für Sie vielleicht. Unterschreiben Sie bitte hier. Ich wünsche einen schönen... Tag. Das ist meine Geschichte. Ich bin geschieden. Glücklich geschieden. Cheers. Meine Tochter hat sich entschlossen, ganz allein ein Kind zu kriegen. Jetzt ist es wirklich soweit? Nein, ich mache das nur, um dich mächtig zu verarschen, Dad. Gut, ist angekommen. Und dann, eines Tages... Lieber Tony, ich möchte, dass du das Beiliegende erhältst. Vielleicht ist es für dich ein interessantes, wenn auch schmerzliches Erinnerungsstück an längst vergangene Zeiten. Deine Sarah Ford. Kanntest, hinterließ dir... Ein Tagebuch. Derzeit hat es Miss Fords Tochter. Veronica. Also sie hat es, das Tagebuch. Entschuldige, wer hat es? Meine erste Freundin, Veronica. Hallo, Anthony. Veronica und ich waren ineinander verliebt. Und kurz darauf verließ sie mich, wegen meines besten Freundes. Und ich tat etwas Unverzeihliches. Ich habe das Tagebuch nicht. Ich habe es verbrannt. Ich habe das Recht zu erfahren, was drinsteht. Juristisch gesehen, ja. Moralisch, nein. Worum geht es? Etwas zutiefst Schockierendes. Erzähl's mir. Das ist furchtbar. Es war ein Unfall. Was wolltest du denn da? Ich kann nur erahnen, wie schwierig das für dich war. Du erahnst nichts. Vielleicht erfahren wir die Wahrheit nie. Ich dachte, ich hätte die Zeit, das in Ordnung zu bringen. Alles, was du mir in den letzten Tagen gesagt hast, hast du mir zum allerersten Mal erzählt. So erinnere ich mich daran. Aber unsere Erinnerung entspricht nicht immer dem, wie es sich tatsächlich zugetragen hat. Wieso hast du mich verlassen? Ist es jetzt wirklich nötig, Tony?
Vielleicht ist es zu spät. Ich hoffe nicht. Was, wenn die Zeit rückwärts laufen könnte? Um uns daran zu erinnern, dass unser Leben eine Geschichte ist, die wir uns selbst erzählt haben. Das ist meine Geschichte.